Es ist ein Notfall. Blaulicht, Sirene, Rettungswagen, angespannte Ersthelfer. Schon auf dem Weg in die Klinik wird ein Patient erst versorgt. Es zählt jede Sekunde. Okay. Wir wurden gerufen, dass der Verdacht eines Schlaganfalls in der Häuslichkeit passiert ist. Wir haben die Erstversorgung gemacht, indem wir sofort die Klinik angerufen haben, hier Asklepios-Fachklinik, Sachverhalt geschildert. Erstversorgung mit Monitoring, eine Infusion und um das Zeitfenster so kurz wie möglich zu halten, sofort den Patienten dementsprechend ins Fahrzeug geladen und sind auf dem Wege in die Zielklinik, Asklepios-Fachklinik, wo die Ärzte schon informiert sind. Thorsten, wir sind da. Ja, okay, danke. Nur noch wenige Meter bis zur zentralen Aufnahme der Neurologie im Asklepios-Fachklinikum Brandenburg. Das ist jetzt die Aufnahme, die Zentrale. Jetzt werden sie kurz umgelagert. Hier werden alle stationären Aufnahmen der Neurologie professionell koordiniert. Die Patienten werden registriert und es beginnen direkt ohne Zeitverzug wichtige Untersuchungen. Warum sind Sie jetzt bei uns? Die Ursache war, der linke Arm fing an zu krabbeln. Und wann war das? Bei Schlaganfallpatienten ist das so, dass man den Patienten ansprechen, dann frage nach Orientierung, ob er weiß, wo er ist, wie er heißt, welchen Monat wir haben zum Beispiel. Genau, und dann führt man die klinische Untersuchung durch. Man prüft die Armbewegung und Beinbewegung. Ja, genau, die Reflexen, Sensibilitätsstörungen. Genau. Im Kniebeugen? Beugen Sie die im Knie, genau, und halten Sie mal. Wie in der Neurologie ist auch in der Psychiatrie die Eingangsuntersuchung für den weiteren Behandlungsverlauf mitentscheidend. Therapiert werden Menschen mit psychiatrisch, psychotherapeutischen oder psychosomatischen Problemen. Um alle eventuellen Ursachen, auch körperliche, ausschließen zu können, wird auch hier die Aufnahme zentral durchgeführt. Also eine unserer Hauptideen eigentlich bei der Einrichtung einer zentralen Aufnahmepsychiatrie war, dass wir gesagt haben, wir wollen einen medizinischen Standard, der Rettungsstellenniveau hat, etablieren und haben dazu eben ein EKG an zentraler Stelle eben positioniert und die Möglichkeit eben einer Blutentnahme. Und das Zweite war, dass wir eben standardisierte Aufnahmeuntersuchungen sofort, wenn der Patient eben bei uns im Klinikum aufgenommen wird, durchführen wollten. Zurück in die neurologische Erstaufnahme. Hier steht den Ärzten zur Diagnosefindung rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, modernste Technik im Labor sowie CT und MRT zur Verfügung. Kurze Wege bedeuten schnelles Handeln, was sich immer positiv auf die Prognosen für Notfallpatienten auswirkt. Gerade im Bereich vom Schlaganfall ist es extrem wichtig, sehr schnell in der Lage zu sein, zu gucken, ist da eine Blutung, ist dort eine Durchblutungsstörung, gibt es einen Gefäßverschluss. Dazu gibt es 2 Verfahren, die als Startdiagnostik erforderlich sind, entweder eine Computertomographie oder eine MRT-Untersuchung. Manchmal braucht man das eine, manchmal das andere. Beide Verfahren halten wir hier rund um die Uhr vor und da ist es nicht nur eine Frage, das Gerät da zu haben, sondern dann auch schnell einzusetzen. Also der Zeitabstand zwischen Eintreffen in der Klinik und dem Start der Diagnostik ist extrem wichtig, weil unsere Behandlungsfenster zeitabhängig sind. Ebenfalls zentral aufgenommen wird in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Seelische Belastung, akute oder länger andauernde psychische oder psychosomatische Störungen und Erkrankungen werden hier behandelt. Kindern und Jugendlichen und deren Familien bietet die Klinik ein psychiatrisches Klärungs- und Behandlungsangebot. Deshalb ist das Therapeutengespräch ein wichtiger Bestandteil und wichtiges Merkmal der zentralen Aufnahme in diesem Klinikbereich. Unser Start ist anders, weil es uns ganz stark darum geht, zu Beginn einen guten Kontaktaufbau herzustellen, weil die Zusammenarbeit mit dem Patienten, mit der Familie ist unsere Grundbasis für die Behandlung. Und dann ist es mir sehr wichtig, dass die fallzuständigen Therapeuten mit dabei sind, weil die Therapeuten gemeinsam mit der Familie ja den Veränderungsprozess gestalten. In der zentralen Aufnahme der Neurologie bekommt der Schlaganfallpatient kurze Zeit nach seinem Eintreffen und einer schnellen, präzisen Diagnose die erste notwendige Behandlung, eine Thrombektomie. Man sieht hier ein Bild zu Beginn der Maßnahme, wo ein Teil der mittleren Hirnschlagader nicht kontrastiert ist
und durch die Aussparung des Kontrastbildes für uns erkenntlich ist, dass hier ein Grinsel drin sitzt. Nach der Entfernung des Grinsels sehen wir dieses Bild, sodass das Gefäß ordnungsgemäß komplett kontrastiert ist und die gesamte Gehirnoberfläche durchblutet ist. Nach dem rettenden Eingriff geht es für die Patienten zur Weiterversorgung direkt auf die Schlaganfallstation. Hier wird er in den kommenden Tagen von einem multiprofessionellen Team aus Ärzten und Pflegern weiterbehandelt. Das Asklepios Fachklinikum Brandenburg an der Havel. Eine Klinik spezialisiert auf neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Eine Klinik, in der Patienten vom ersten Moment umfänglich versorgt werden. Ein Garant dafür ist das wichtige Segment der zentralen Aufnahme.